spielte eine ganz besondere Rolle, die Schaffung der Raketentruppen geheim zu halten. Wir bereiten uns auf einen Krieg vor, den wir eigentlich verhindern wollen. Der Raketschick hat auszuführen. Er hat also kein Auge, hat keine Möglichkeit, Koordinaten zu bestimmen, sondern er hat nur zu schlagen. Was dann übrig geblieben wäre, kann man am Computer simulieren, aber vorstellen kann man sich das nicht. Weil die Männer, die bei der Ocker gedient haben, geschwiegen haben.